Hallo, liebe Webmaster, wir wollen heute dieses Kontaktformular pflegen. Hier ein kleines Beispiel, wie es aussieht. Hier allerdings auf der Seite der Stadt Braubach. Wir wollen das Ganze für St. Korsthausen zusammen pflegen. Und dann hat man nachher eben das Formular, wo Nutzer entsprechend Kontakt aufnehmen können zu Ihnen bzw. vielleicht auch zum Bürgermeister, je nachdem, welche E-Mail-Adresse hier hinterlegt wurde. Bevor wir loslegen, müssen wir uns erstmal anmelden im CMS, also Benutzername und Passwort. Und dann kann es auch schon losgehen. Um dieses Formular anlegen zu können, brauchen wir eine neue Rubrik. Man kann theoretisch unterhalb, ich sage es mit der Stadt St. Korsthausen, könnte man eine Unterrubrik starten. Man könnte die aber auch in den Basics anlegen. Das hat den Vorteil, dass sie nachher nicht zu sehen ist, hier zum Beispiel in diesem Menü. Und ich kann die per Links genau da einbauen, wo ich eben möchte. Das ist natürlich Ihnen überlassen. Wenn Sie es hier oben unter der Stadt St. Korsthausen einbauen würden, würde es auch hier ist es in Braubach, deswegen steht hier Stadtpolitik, unterhalb der jeweiligen Rubrik auftauchen. Aber das ist eben, wie gesagt, Ihnen überlassen. Ich mache jetzt unter diesen Basics eine neue Unterrubrik. Den Verlauf wollen wir nicht haben, also bleiben wir bei Nein. Die Priorität kann auch genauso bleiben. Die Sortierung ist in jedem Fall relativ irrelevant, weil die eben nur definiert, an welcher Stelle in diesem Untermenü dann diese Rubrik ausgespielt werden soll. Mir ist das jetzt relativ gleich, deswegen lasse ich es. Es soll natürlich freigegeben sein und die Sprache ist auch schon voreingestellt. Da passt dann schon mal alles. Bei der Meta-Info ist es jetzt wichtig, dass ich mir bei dem Template das Formular raussuche. Und den Rest kann ich eigentlich genauso lassen, weil dann kann ich es nachher auch in der Volltextsuche finden, was sicher ganz praktisch ist. Und die Rubrikdaten will ich natürlich noch einen entsprechenden Namen eingeben. Und ja, lasse das alles soweit unberührt. Hier ist dann auch der Titel nachher, was eben unterhalb bzw. hier oben steht. Ich habe mich jetzt für Kontakt entschieden. Sie könnten sich auch noch wahrscheinlich aussuchen, was drunter auftauchen soll. Also zum Beispiel Kontakt schicken Sie uns. Ups, das hatte ich mich vertippt. Schicken Sie uns eine E-Mail. Nur jetzt mal als Beispiel. So, das Ganze speichern und schließen. Und jetzt müssen wir kurz warten. Und das war's dann auch schon. Wir müssen jetzt hier in die Vorschau gehen. Ich kopiere mir hier mal den Link raus. Und voila, das war die Kontaktanfrage der Stadt Braubach. Das ist die Kontaktanfrage der Stadt St. Korsthausen mit einem kürzeren Titel und einer kurzen Unterüberschrift, einen Untertitel. Warum habe ich jetzt den Titel bzw. die Überschrift kürzer gewählt? Das hat den Hintergrund, wenn ich mir das Ganze nachher auf dem Handy anschauen will, kann es sein, dass lange Titel, wie zum Beispiel die Kontaktanfrage, eben abgeschnitten werden bzw. dann umbrechen. Können wir es hier mal ausprobieren. Bei dem iPhone 6 wird es noch gehen, wenn man sich jetzt ein kleineres Handy holt, sieht man dann, dass das abgeschnitten wird, sieht dann ziemlich doof aus. Deswegen habe ich es entsprechend anders gepflegt. Mit dem Kontakt ist das alles überhaupt kein Problem. So, jetzt haben wir hier auch noch eine Besonderheit. Es gibt jetzt hier einen Link zu der Datenschutzerklärung. Und jetzt ist natürlich auch ganz wichtig, dass der Pfad hinter diesem Link entsprechend gepflegt wird. Wir hatten im CMS der Stadt St. Korsthausen schon eine Datenschutzerklärung hinterlegt bzw. den Artikel angelegt. Und zwar hatten wir das in der Meta-Navi gemacht. Wir haben hier den Datenschutz, hier nochmal in die Bearbeitung rein. Und dann habe ich hier in dieser Meta-Info habe ich verschiedene Profilings, die ich zuordnen kann. Es gibt einmal diese Portalfunktion und hier suche ich mir eben diese Datenschutzerklärung raus, weise die dem Artikel zu und jetzt weiß eben das System, dass hinter diesem Link dieser Artikel stecken soll, okay? Weil hier die Datenschutzerklärung ausgewählt wurde bzw. zugewiesen wurde. Dieser Artikel ist der Datenschutz. So, das kann ich jetzt speichern und auch wieder schließen.
Und wenn ich dann später auf die Datenschutzerklärung drücke, habe ich das Ganze direkt verlinkt. So, ich mache jetzt einfach mal kurz eine schnelle Kontaktaufnahme. Maximilian. Gott, ich habe nur Tippfehler. Siech und die E-Mail-Adresse ist m.siech@zvwelterbe. Ich weiß gar nicht, ob man das auswählen muss, ist ja noch egal. Und jetzt nehme ich Kontakt auf. Ah, hier muss ich noch was eingeben. Hallo. Und dann bekomme ich auch noch die Nachricht, Ihre Anfrage wurde versendet. Wieso kommt das? Ich gehe jetzt nochmal zurück und ich habe eben schon entdeckt, unter den Basics ist hier ein Artikel angelegt worden vom Admin, also von Infomax selber. Und das ist eben der Artikel, der ausgespielt wird, sobald ich die Anfrage abgeschickt habe. Jetzt könnte ich die natürlich noch entsprechend anpassen, beziehungsweise ich zeige Ihnen mal, warum die ausgespielt wird und wenn es die bei Ihnen nicht gibt, wie man die oder wie Sie die selber anlegen können. Also hier, wie in einem ganz normalen Artikel, nichts Besonderes, auch bei der Meta-Info, erstmal nichts Abweichendes, ganz wichtig, der Inhalt. In der Volltextsuche könnte man sogar rausnehmen, weil die Seite alleinstehend bringt einem nicht besonders viel. Und hier unten in dem Profiling sieht man wieder, okay, es wurde das Profiling-Kontaktformular Erfolgsseite zugewiesen. Das heißt, das ist eben dieser Artikel, der ausgespielt wird, wenn ich diese Kontaktformularseite ausgefüllt und abgeschickt habe. Jetzt könnte ich natürlich hier bei dem Inhalt auch noch ein bisschen mehr machen. Also ich könnte zum Beispiel noch einen Untertitel hinzufügen. Ich könnte bei dem Text auch theoretisch ein Foto einpflegen. Das wird natürlich auch gehen. Oder vielleicht einen Link, vielleicht zurück zur Startseite. Können wir ja hier mal gucken. Ich zeige Ihnen, wie das funktionieren könnte. Also ich nehme hier diese Rubrik in die Zwischenablage, Startseite hier rein, lasse es als Standard, pflege es ins Textfeld und könnte jetzt natürlich hier noch hinschreiben, hier geht es zurück zur Startseite. Ah, Startseite habe ich ja schon, so. Noch ein Punkt. Speichern und schließen. Jetzt schaue ich mir das nochmal an in der Vorschau. Aktualisiere das sozusagen und sehe, ah, hier ist jetzt der Link. Ich drücke auf Startseite und voilà, bin wieder auf der Startseite der Stadt Sankt-Horshausen. Super. So viel zum Kontaktformular. Eigentlich relativ einfach, eine neue Rubrik anlegen und dann ganz wichtig, die Datenschutzerklärung mit diesem Profiling zuweisen und diese Erfolgsseite, wenn noch nicht geschehen, auch per Profiling zuweisen.